Schön, dass Sie wieder dabei sind und neugierig bleiben. Wir sind heute wieder im Depot des Potsdam Museums und schauen uns heute ein Werk von Fritz Rumpf an. Das sind die Weinberge bei Sanssouci. Er hat es zwischen 1900 und 1925 gemalt. Gut, die Hälfte des Ölgemäldes ist durch den groben Sandweg im Vordergrund bestimmt. Die Biegung des Weges macht neugierig, was sich wohl hinter dieser angeschnittenen Gebäudeecke befindet oder hinter den Hecken. Die Terrassen des Weinbergs an sich sind nur ausschnitthaft im Hintergrund auszumachen. Die Bäume tragen keine Blätter, der Himmel ist eher trüb, vielleicht ist es Herbst. Ins Auge fällt auch dieses Tor, das sehr zentral angeordnet ist. Heinrich Friedrich Rumpf, genannt Fritz Rumpf, ist 1856 in Frankfurt am Main geboren, absolvierte eine Lehre in einer Frankfurter Bank und besuchte dann das Städelsche Kunstinstitut in Frankfurt am Main. Er wechselte 1882 an die Kunstakademie Kassel und später an die Berliner Kunstakademie. Nachdem er nach Potsdam gezogen ist, begann er, die Potsdamer Architektur fotografisch festzuhalten. Von 1918 bis 1923 war Fritz Rumpf Stadtrat in Potsdam. Er war Maler, Fotograf, Kunstsammler, Schriftsteller und Übersetzer. Fritz Rumpf ist für uns eine besondere Person, da er Mitbegründer des Museums war und zeitweilig auch Museumsleiter.